Kochtopf Erdgasheizung selber bauen. Hallo Leute, und jetzt will ich euch wieder mal was zeigen, mit dem ich mir den ganzen Winter lang die Zeit vertrieben habe, aber auch, sagen wir, sehr gut heizen konnte. Wie ihr seht, habe ich da die Erdgasheizung. Das ist so eine ganz normale Heizung aus der Küche. Und zweiäugig, ich nehme für den Versuch jetzt die kleinste Flamme her. Das ist jetzt ganz klein eingestellt. Ich mache sie mal größer. Das ist jetzt maximal und regel sie wieder zurück auf den kleinsten Wert. Das sind jetzt ungefähr, so wie das jetzt eingestellt ist, sind das ungefähr 400 Liter Erdgas in der Stunde. Was braucht man jetzt noch zu der ganzen Geschichte? Nun, dann nehmen wir einen Kochtopf. Und an der Stelle seid vorsichtig, weil der Frau gefällt es mit Sicherheit nicht, wenn ihr die Kochtöpfe da vergewaltigt. So, und das ist jetzt eigentlich auch schon die ganze Geschichte. Jetzt geht die Flamme in den Topf rein, schlägt oben an, das Ganze wird eben heiß. Und dann muss man das jetzt noch abführen. Und zum Einsatz kommt da wieder mein thermoelektrischer Generator. Den stelle ich jetzt einfach da drauf. Und das muss jetzt nur ein paar Sekunden dauern und dann springt er an. Dürfte noch kommen, noch ein bisschen. Jetzt hab dich nicht so, Kleiner. Komm, du kannst es. Jetzt hopp. Jetzt, da ist er. Jetzt habt ihr gesehen, wie schnell das Ganze geht. Ja, und das passiert jetzt im Grunde nichts anderes. Die Hitze schlägt in den Topf, wird gebündelt, geht auf den Thermogenerator über. Dieser erzeugt jetzt einen Strom. Der treibt einen Propeller an und der Propeller verteilt dann die Hitze, die sich im Kochtopf gestaut hat, in den Raum. Das war's schon. So, und ich will euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Wer tatsächlich wissen will, wie die Kosten-Nutzen-Rechnung von dieser Konstruktion ausschaut, da schreibe ich euch gerne in die Beschreibung von diesem Video rein und sage ganz einfach mal, baut es einfach mal nach, ihr werdet überrascht sein, wie toll das Ganze funktioniert. Eine hervorragende Sache, aber wie gesagt, die Frau darf nicht dabei sein.